Schönen guten, mein Lieben. Da sind wir wieder mit einer Runde Punch Club. Jawohl. Und da werden wir gleich mal loslegen. Ich glaube, wir sind hier stehen geblieben, weil wir kämpfen wollten, ne? Und ne? Weißt du ja, ne? Pass auf. Wir gehen jetzt kämpfen, ne? Ich glaube, es war so. Ich glaube, wir konnten einfach kämpfen gehen. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Wir müssen einfach nur kämpfen. Einfach nur ist gut. Das wird, glaube ich, nicht so leicht dieses Mal. Aber, was haben wir denn hier? Wir haben hier aufwärts hier Kinnhaken, genau. Genau, wir wollten nämlich, ja, ich komme so langsam wieder. Mir kommt es gerade. Also Vorsicht, jetzt gibt's auf die Nuss. Pass auf da. Wie hieß der nochmal? Kann man jetzt nicht mehr gucken gerade, ne? Sieht aber doch ein bisschen knapper aus. Aber wir haben ordentlich Leben, ne? Guck mal hier. 152 haben wir schon. Das ist wohl, weil wir auch die Ausdauer so hoch haben. Gehe ich mal schwer von aus. Ja, so, es sieht sehr gut aus. Es läuft. Ich glaube, wir haben nichts zu befürchten. Also, wann haben wir eigentlich unseren letzten Kampf mal verloren? Wir haben jetzt ziemlich eine gute Win-Streak, würde ich sagen. Da, schon wieder. Win. Win. Wir kriegen wieder 8 Punkte, 60 Dings wie immer und $20. $20 ist immer sehr gut. Freue ich mir so. So, dann gehen wir hier hin, melden uns gleich mal an für den nächsten Kampf, ne? Ist ja klar. Sollen wir, warte mal, wie viel brauchen wir denn? 11? Nicht wahr, da können wir gleich mal einen hier nochmal umhauen. Pass mal auf, da geben wir nämlich die 20 Euro aus hier, die $20. Und besorgen uns so einen Übungskampf und werden den auch mal eben wegklatschen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wer weiß, das schauen, aber es sieht gut aus. Läuft. Das sieht gut aus. Oh, das sieht das gut aus. Bam, bam, Combo 19. Wir hatten das, was war unsere höchste Combo? 48 oder so, glaube ich, bis jetzt. Es kann nur besser werden, Freunde. Es sind nur zwei Runden mit dem hier, ne? Genau. Also haben wir in jedem Fall gewonnen, würde ich sagen. Das heißt, wir kriegen 3 Punkte, ne? Kevin Schwanz-Taste. Wer ihn kennt, sagt mal Bescheid. Bam. Sehr schön, ausgenockt. 3 Punkte, genau. Jetzt können wir wieder, ne, jetzt können wir wieder was killen. Wir wollen was killen, nicht killen, sondern skillen. Mein Lieber, pass mal ob. Ich will unbedingt den Cross haben, ne? Ja, das will ich. Deswegen muss ich den nächstes Mal haben wollen. Täten. Rückhandschlag, gute Schuhe. Mehr Ausdauer und so. Also wie gesagt, ne, man muss, also eigentlich. Man kann sich zwar, also man könnte jetzt wirklich, wenn du jetzt nur Stärke machen willst, dann gehst du einfach hier unten lang. Zack, zack. Und lässt das alles weg hier oben. Aber ich denke mal, wenn du so ein bisschen ausgewogener haben möchtest, das Ganze, oder auch, ich finde, so von diesen Grundtalenten kannst du wirklich fast alles nehmen. Ne? Oder habt ihr da andere Erfahrungen gemacht? Keine Ahnung. Also ich habe ja bei meinem, wo ich das durchgespielt hatte, habe ich, glaube ich, habe ich sehr spät erst angefangen, diese hier zu machen. Und bin halt sehr gut durchgekommen, ne? Aber wir gucken jetzt mal ganz schnell. Ich glaube, man konnte es irgendwo sehen. Kämpfe gesamt 17, gewonnene 14. Oh, wir haben nur 3 Kämpfe verloren. Das muss irgendwie am Anfang gewesen sein. Und wir haben jetzt schon lange, lange keine mehr. Ich habe Pizzen gegessen. Kann ich mich. Ach so, ja, sicher. 24 Pizzen haben wir gegessen. Sehr schön. Ich habe in meinem Leben schon viel mehr gegessen, glaube ich. Es gibt hier so eine Pizzeria. Boah, die Pizza ist der Hammer. Ja, leck mich am Arsch. Und jeden Montag und Mittwochs und Donnerstags gibt es, glaube ich, Familienpizza. Und die ziehe ich mir natürlich rein. Nicht jeden Tag da, dieser genannte, aber schon so oft wie möglich. Ich liebe diese Pizza wirklich. So. Wir zocken auf Stärke. Ja, das kann nichts mehr unter 4, aber das soll auch nicht unter 5 fallen. Tut mir leid. Ich hätte mal einen Bonbon lutzen sollen, was? So. Wir wollen noch mehr Stärke und noch mehr Ausdauer. Also die darf auch nicht runterfallen jetzt mehr hier. Die wollen wir jetzt nicht haben, dass die auf 4 fällt oder so.
Wird sie aber wahrscheinlich, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, aber es wäre nicht so schön. Hauptsache, die Stärke geht hoch. Denn Stärke ist verantwortlich für euren Schaden, den ihr macht. Ne? Grundsätzlich. Ist ja oft so. In vielen Rollenspielen ist das so. Stärke macht Schaden. Außer bei Dark Souls, das ist tatsächlich nicht unbedingt so. Da macht dann das Schaden, worauf du, also es kann auch Geschicklichkeit steigen, aber wir wollen ja nicht von Dark Souls reden. Ne? Also, wir wollen, dass das nicht runterfällt, großartig. Und wir wollen, dass das ordentlich hochgeht und das ziehen wir dann mal irgendwann nach. Jetzt gehen wir hier nochmal ran. Wir haben noch ein bisschen Zeit, genau, da hauen wir nochmal auf das Gummireifen hier, auf den alten Treckerreifen. Trecker, kennst du Trecker? Jetzt hat er auch noch Hunger. Ich fass es nicht, hör mal. Und jetzt wollen wir mal eben einkaufen. Haben wir eigentlich schon mal eingekauft vorher? Mit dem Bus bin ich gefahren. Oh, scheiße. Aus Versehen. Ja, wir haben eingekauft. Das ist sehr gut. Das ist gut. Aber jetzt, meine liebe Zanzara, pass mal auf, du. Ich kaufe mir jetzt ein Stück Fleisch. Dann habe ich nur noch 2 Dollar. Und dann gehe ich nach Mick. Zu Fuß, bitte. Und dann werde ich mal mit dem Mick quatschen hier und nach Essen fragen, nicht? Man kann auch sein Wissen mit ihm teilen, umgekehrt. Und zwar, was auch immer du tust. Ich hoffe, du hast einen Grund dafür. Ja, das ist sehr poetisch alles, ne? Hier ist dein Essen. So, jetzt gibt er uns was zu futtern. Zack. Also das macht er immer so. Wie viel hatten wir denn vorher? Jetzt weiß ich gar nicht. Du kriegst also quasi ein Stück Fleisch von ihm. Ich denke mal, das war vorher auf 4% ungefähr. Könnte ungefähr hinkommen. So, wenn du jetzt nochmal hingehst, du kannst jetzt nicht dich voll fressen oder so, ne? Das ist halt leider so. Und da steht dann halt, du bist nicht hungrig, ne? Und wenn du hier mehr Geld drauf hast, dann sagt er, ey, du hast genug Geld, um dir was zu kaufen. Deswegen habe ich das immer, okay, man kann das wirklich machen, ne? Zanzi, du hast vollkommen recht. Ich habe das auch so gemacht in meinem ersten Spiel. Habe ich das tatsächlich so gemacht, dass ich dann, wenn ich Hunger hatte, nach so einem Dings, bin ich erstmal dahin gegangen. Aber der macht das nicht immer, ne? Also der macht das nicht. Nicht immer, will ich nicht. Ich wollte sagen, der macht das nicht ständig. Irgendwann sagt der mal, ja, ne, komm, jetzt reicht's aber. Verstehst du? Deswegen bin ich da. Weiß ich nicht, lasse ich das einfach. Habe ich das bis jetzt immer gelassen? Weiß auch nicht. Also in diesem Spiel hier immer gelassen, weil das dann irgendwann sowieso nichts mehr bringt. So, pass auf. Aber man kann sich schon mal sparen, ne? So ist nicht. Das ist schon richtig und das ist auch gut so. Oh, haben wir heute einen Kampf? Nein, morgen. Sehr gut. Nicht, dass wir was falsch machen hier, du. Pass auf, Anfängerliga heute. Ja, wissen wir. Ich glaube, es bringt jetzt nichts, da nochmal zu pennen. Also ich werde nochmal pennen, aber ich werde erstmal was essen. Gib mich Fleisch. Ich glaube, es reicht. Zunächst einmal, um mal die Energie wieder voll zu bekommen hier unten. Müsste das reichen. Ding, 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 ding. Ja. Schön schläfen. Reicht das? Fast. Ah, egal. Wird schon reichen, ne? Einmal Dings, einmal Dings, einmal Dings. So, dann haben wir davon allem 3. Und alles sieht gut aus. Wir haben 6 Stärke. Und wir gießen mal eben die Blume hier vorm Kampf. Dann streichen wir die Mizi. So, schön. Können wir mal an das Aquarium klopfen hier. Ich würde echt gerne mal wissen, was da eigentlich drin ist. Das sieht gar nicht so aus, als wenn da was drin wäre. Hat die Katze bestimmt schon aufgefuttert da alles. So. Sind wir fertig? Sollen wir los? 52 Dollar. Kämpfe. Soll ich? Wir sind Rang 2 übrigens schon. Ich weiß nicht, ob ich das so schnell alles gewinnen will. Aber jetzt müssen wir da durch, ne? Oh, jetzt kriegen wir aufs Maul. Jetzt kriegen wir auf die Mütze. Hör mal, du. Pass mal ab. Ich muss es tun hier. Wir müssen es tun. Was sollen wir machen? Wir müssen da irgendwie durch. Oh, oh. Das war ein Bug, oder? Ich habe keine Ausdauer verbraucht. Keine Energie verbraucht in der ganzen Zeit, wo er daneben gehauen hat.
Ich glaube, das wird nichts. Der ist uns zu geschickt, der Junge. Der kann alles ausweichen. Hat hier auch schon richtig gute Skills, ne? Ja. Kostet nur eine Energie, ey. Ja, da habe ich wieder gestrunzt gerade, nicht? Dass wir nur drei Kämpfe verloren haben. So, das ist Nummer 4. Und gegen den werden wir wohl, oder übel, wohl noch öfter verlieren, nicht? Ja. Es bringt auch nichts, glaube ich, wenn du jetzt hier mal eben so einen Schlag machst. Ich brauche da einen ganz bestimmten. Ja. Rocky. Ach, Rocky. Sorry. Wir kriegen nur 4 Punkte bei einem Verlierer und keinen. Du kommst nicht so gut voran, wie du solltest. Wie würde es dir gefallen, ohne Training stärker zu werden? Ah, das klingt toll, Silver, aber auch ein bisschen wie Zauberei, oder? Haha, du kannst es Zauberei nennen, aber mein Freund nennt es Wissenschaft. Triff ihn beim Sportladen, wenn du Interesse hast. Er erklärt dir dann alles. Alles klar. Ja, da gibt es den Meister Popper da. Anmelden. Kann ich euch auch zeigen. Muss man aber nicht haben. Muss man nicht haben. Nein. Geben wir $20 aus für einen Kampf. Wir kriegen 3, dann haben wir 8. Das reicht uns lange nicht, ne? Nein, das reicht uns lange nicht. Wir brauchen 12. Aber wir haben ja noch den Parkplatz. Wir gehen erstmal trainieren. $10 zahlen wir. Und wir trainieren Stärke. Schade, schade. Wir haben ja noch den Parkplatz. Da müssen wir auch noch hin. Ich weiß gar nicht, wie viele Kämpfe da wir jetzt da. Haben wir 2 oder 3 gemacht? Das weiß ich wieder alles nicht, ne? Ist doch Kacke. Pump, hält durch, ne? Nicht schlecht. Also ich wäre schon abgebrochen. Wahrscheinlich. Gewonnen und verloren. So. Dann ja, machen wir weiter da, bitte. Noch ein bisschen was. Ping, ping, ping. Ja, was soll ich euch erzählen, verdammt? Wir trainieren uns hier die Hacken wund. Wie lange machen wir denn? Wie lange machen wir denn heute? Ich weiß es nicht. Tatsache, ich habe es dir versprochen, wir machen 20 oder so. Würde ich sagen. Mir fällt gerade echt nichts ein, ne? Was willst du machen? Was willst du machen? Du? Mir fällt nichts ein. Ich habe übrigens den Pegel runtergedreht, ne? Kann sein, dass ich ein bisschen leiser bin. Fällt mir gerade mal auf. Ein, wie auch immer. So, pass auf. Jetzt sind wir da auf 6. Wollen wir da auch bleiben? Eigentlich schon, ne? Hui, 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 hui. Wir gehen mal hier. Das wird nicht auf 6 bleiben, leider. Aber wir sind kurz unter 5. Also das heißt, in der nächsten Rotation. Hat er Hunger, ne? In der nächsten Rotation wird er auf jeden Fall auf 6 bleiben, wahrscheinlich. Wir gehen einkaufen bei Amu. Apu. Apu! Komm hier. Zack. 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 $7. Schade, wir können nichts mehr. Oh doch, wir kaufen noch eine Limo. Pass auf. Denn wir können ja noch nach Mick. Jetzt gleich zweimal in einer Folge. Vorher immer vergessen, ne? Oder nicht mehr dran gedacht. So, wir können mal das Wissen teilen nochmal. Ich hoffe, du hast einen Grund dafür. Manchmal sagt er auch was anderes, ne? Frage nach Essen. Hier ist dein Essen. Dankeschön, Mick. Ich bin so froh, dass du da bist. So, pass auf, hier. Da gibt es nochmal diesen hier. Dann können wir nochmal unser Können testen. Okay. So, dann haben wir den hier, den schmieren wir auch noch mal eben weg. Da kriegen wir noch mal was. Hier Punkte zum Verteilen.
Und das könnte, ist das schon mal, ich weiß gar nicht, haben wir drei oder haben wir zwei Kämpfe gewonnen oder drei? Ich weiß es nicht. Fünf muss man gewinnen. Die könnten wir auch theoretisch alle hintereinander wegmachen. Jetzt zumindest. Denke ich. Und wir haben noch gar keinen Ultimate Fighter gemacht, ne? Das können wir auch mal machen. Zack, weg. Das ging immer eigentlich fix, ne? So, da kriegen wir sogar. Oh, da kriegen wir 4 Punkte. Das wusste ich nicht. 9 und 3 macht 12, ne? Aber jetzt habe ich keine Dollars mehr. Ja, ich würde sagen, wir könnten noch einen wegknallen. Der Tag ist ja noch nicht rum, ne? So, machen? Komm, machen wir. Geht das überhaupt? Ja, okay, dann nicht. Schade eigentlich. Ich dachte, man könnte dann nochmal eben so. Weißt du Bescheid? So, pass auf, wir gehen mal eben hier hin. Zu Fuß, weil wir so allmählich könnten wir uns mal drum kümmern. Da geht's nämlich weiter. Hi, ich hörte, du organisierst Ultimate Fights. Stimmt das? Du siehst nicht aus wie ein Polizist. Also ja. Jetzt kannst du in der Ultimate League kämpfen. Ich mache mir schon ein paar Sorgen. Dann bin ich dabei. Okay, aber wir kämpfen nicht jeden Tag. Unsere Kämpfe sind richtig gefährlich. Du kämpfst zum ersten Mal in der Ultimate League. Ich bin so aufgeregt. Tene, ist heute ein Kampf. Den machen wir gleich, oder? Aber sicher, hör mal. Deine Gesundheit ist was? Zu niedrig oder ist wenig oder was? Aber egal, wir hauen ihn weg. Was soll's? Wir hauen ihn mal eben weg, komm. Wir brauchen Punkte, 3 Stück. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob man hier schon. Das können wir ja jetzt, das sehen wir ja jetzt. Ob wir da Kohle kriegen. Okay, Kohle kriegen wir nur beim Sieg. Und deswegen müssen wir jetzt gewinnen. Oh, ich glaube, wir gewinnen nicht. Es sei denn, wir hauen jetzt mal ordentlich drauf. Was ist da los? Wir waren noch stärker, viel besser. Genau so will ich das sehen. Zack. Dreimal um und dreimal gehauen, schon liegt er da. So muss das sein, hör mal, du Fred Gatley. Der Gegner. Genau. Er hat nur mit ihm gespielt am Anfang, habt ihr gesehen? Zack. Jetzt haut er ihn jedes Mal um. So mögen wir das. Komm noch ein. Zack. Win. 2. Nein, ich fasse es nicht. Warum denn nur 2? Aber 40 Dollar immerhin. Das ist gut. Und da steht jemand mit einem roten Auge und hat dieses auf uns geworfen. Wer ist der Mann mit dem roten Auge? Ich habe das Gefühl, ihm schon einmal begegnet zu sein. Als ich ihn zum ersten Mal sah, hatte ich das gleiche Gefühl. Komisch. Jeder nennt ihn den Mann in Schwarz oder das rote Auge. Er richtet auf seiner Insel einen Wettkampf für die besten Kämpfer aus. Ja, das kennen wir. Gelegentlich kommt er her, um sich die neuen Kämpfer anzuschauen, aber er lädt nur die Meister ein. Also wir müssen Meister werden, ist ja klar. Dann muss ich halt ein Meister werden. Genau. Übrigens, rein theoretisch, du musst dich in der Ultimate League beweisen, erreiche die gelbe Zone. Das dauert bestimmt ein Weilchen. Das geht schneller, als man denkt. Ist das T-Shirt hier, was er anhat, ne? Könnte das irgendwie was mit dem Punisher zu tun haben? Also, ja gut, dass er hier so grinst, natürlich nicht, aber ich glaube, es ist daran angelehnt. Ich bin mir nicht sicher, aber ihr könnt ja mal sagen, was ihr dazu meint, Död. So, jetzt haben wir 40 Bucks. Was machen wir damit? Wir gehen einkaufen. Wir müssen noch arbeiten, ne? Kann das sein? Wir gehen einkaufen. 40 Bucks. Komm hier. Zack. Zack. 12 Dollars behalten wir noch und wir gehen noch mal ein bisschen arbeiten. Richtig? Ja, das passt. Komm, da haben wir noch mal ein Fifi. Fifi. Fifi, komm. So. Wir gehen noch eine Runde arbeiten, oder? Schaffen wir Nein, wir schaffen es nicht. Wäre auch zu schön gewesen, du. So, jetzt machen wir den Kühlschrank voll. Du siehst heute wieder besonders stark aus, mein Freund. Ich habe auch gut trainiert, du. So, hier, da. 2, 2, 1. Scheiße, ich dachte, ich könnte noch.
Leider werden wir den nächsten Kampf nicht gewinnen. Habe ich so das Gefühl. Das Blöde. Wie sieht's aus? Nächster Kampf ist morgen, genau. Wir müssen uns mal einmal satt essen. Halbwegs zumindest. Also den hier werden wir mal reinhauen. Na komm, dann machen wir so. Und dann gehen wir schlafen, damit wir fit sind. Ist ja klar. Schön, ha ja, machen so. Noch eine Runde. Noch ein bisschen schläfen, du. Ich glaube, wir werden schon wieder verkacken, weil ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht ist es auch nicht der gleiche Gegner. Das kann natürlich auch sein. Das kann durchaus passieren. Das ist wirklich ein Ligasystem sozusagen. Du kriegst da Punkte und alles. Wie in der Bundesliga. Und wenn du Punkte verlierst, was wir durchaus getan haben vorhin, dann kann es passieren, dass man auch wieder gegen Schlechtere spielt. Ich bin im Bundesliga-Modus. Dass wir gegen Schlechtere kämpfen. So, einmal Muschi streicheln bitte. Miezi, wollte ich sagen. Eigentlich. Eigentlich. Ne, eigentlich nicht. Aber. Naja, was soll's. Wir haben mal ans Aquarium geklopft. Das hat uns ja bis auf einmal Glück gebracht. Und dann wollen wir mal kämpfen, ne? Sehe ich das richtig? 21 Minuten. Tanzi, ich will keine Beschwerden hören. Das ist der, dieser eine hier, der sonst immer erster ist. Haben wir gegen den schon mal gekämpft? Ich weiß es nicht. Es kann durchaus sein. Denn irgendwie sind wir ja schon mal Zweiter geworden. Hast du das gesehen? Boah. Die Sau. Guter Mann, der Mr. Kikuse, Mr. Mabuse, würde ich sagen. Das ist zu wenig, Kumpel, das ist zu wenig. Da muss so eine richtige Kombination kommen, so ja richtig. 15 ist aber immer noch zu wenig, komm schon. Mach ihn weg. Keine Power mehr, der Kleine. Eieiei, ich glaube, das wird nichts. Haben wir gegen ihn schon mal. Ich glaube, das war der Kampf, wo es so knapp war. Kann das sein? Könnte durchaus sein, glaube ich. Klatsch, klatsch, wir verlieren. Adios. Lose. 5 Punkte gekriegt, du, aber kein Geld. Und das ist mir ärgerlich. Das ist mir aber ärgerlich jetzt, dass wir hier kein Geld bekommen haben. Jetzt haben wir den Cross, den wollte ich unbedingt haben. Motivation, was gibt das nochmal? Hier kommt, sag ich mal. Wenn er dich so ansieht, schaffst du noch eine Runde. Du erhältst 10% mehr Stärke beim Training. Das wollen wir. Aber das hier wollen wir eigentlich auch alles haben, ne? Also irgendwann lernen wir das auch noch, aber jetzt gehen wir erstmal hier hin. Hier hin und hier hin. Und wenn wir hier sind, also hier sind, dann können wir hier hin. Und hier brauchen wir diese, unbedingt. Die sind nämlich richtig gut und die kosten auch weniger Energie. Und da müssen wir hin, nicht wahr? Und dann gehen wir hier so rüber und dann, ja, wir kriegen das schon hin. Und dann kriegen wir diesen hier und der ist sehr wichtig, weil das ein defensiver Schlag ist, ja? Also das heißt, du kannst aus der Defensive raus nochmal hauen und das ist sehr gut. Das hilft halt sehr gut gegen geschickte Gegner, ne? Gegen diese, wo wir gerade gegen gekämpft haben, wo wir den Lose gemacht haben. Das hilft, hör mal. Das brauchen wir. Da ist der nächste Kampf morgen. Also hier brauchst du dich nicht anmelden, da ist immer ein Kampf und wenn du hingehst, gehst du hin und wenn nicht, dann nicht. So. Ich weiß nicht, ob wir es immer. Oh, wir haben kein Geld. Scheiße. Wir müssen erstmal arbeiten gehen jetzt. Wie es scheint. Gehen wir richtig arbeiten? Ja, wir gehen richtig arbeiten. Komm. Wir gehen mal richtig arbeiten, dann mal. Zack, hier. Mal einen Fufi verdienen, schnell. Das geht ja fix. Dann nehmen wir noch einen Huni mit. Komm. Dann brauchen wir gleich nicht arbeiten. Dann gehen wir jetzt erstmal arbeiten und dann mal lochen und dann ins Fitnessstudio. So. Erst Arbeit, dann Studio, dann trainieren. Was? Ach, heute wäre der Kampf, ne? Ja. Dann hier mal bitte pumpen ein bisschen und dann das. Ne, dann das, dann das, dann das. Hoffentlich haben wir so viel Zeit. Oh, 25 Minuten. Wir machen jetzt Schluss, Kollegas. Nicht wahr? Na komm, zieh durch. Bum, bum, bum. Was steht da? Heute können wir kämpfen, da unten in der Liga. Vielleicht schaffen wir das noch. Aber das geht sehr auf die Gesundheit, Leute. Und das ist, weiß ich nicht, ob das so gut ist für uns, ne?
Das könnte natürlich schwierig werden. Ich glaube, wir lassen das. Wir lassen das einmal. Oder dreimal ausfallen und dann in der Hoffnung, dass wir hier besser werden. Denn wir wollen diesen Geschicklichkeitskollegen da ordentlich mal eine reinhauen. Er hat's verdient. Hier sind wir ganz schön runtergekommen, ne? Wir müssen also uns mehr fokussieren. Tatsächlich. Gehen wir weiter, machen wir weiter. Ja, diese Trainingsrunde machen wir noch. Das ist nicht so wild jetzt. Das ziehen wir nochmal durch und dann machen wir Indie. So. Schaffen es nicht auf 6, glaube ich, oder doch? Ich muss meine alte Rotation wieder reinholen, sonst komme ich nicht klar. Ich brauche diese Rotation. Das ist halt immer, wenn was dazukommt oder wegfällt irgendwann, dann ist alles anders, ne? Dann müsste halt immer wieder umdenken. So schwer ist es auch nicht, aber es ist halt immer wieder was anderes, ne? Man muss halt gewisse Sachen dann wieder anders machen. Zum Supermarkt geht. Hast du mir gestern schon gesagt, Kollege? Also 7 geht nur. Man kann nur 7, sonst ist der Kühlschrank voll. Aber so langsam könnten wir mal über so einen Energy Drink nachdenken. Aber jetzt noch nicht. Wenn es $24 gewesen wäre, hätte ich es gemacht. So, Essen. Wir haben Geld auf dem Konto, ne? Ich kann es euch zeigen, hier, Mick. Nach Essen fragen. Willst du mich zum Essen einladen? Ich weiß, dass du Geld hast. Siehst du wohl. Ja, Mick. Schade. Ich habe leider einen Kühlschrank voll, sonst könnten wir noch irgendwas kaufen, ne? Aber es ist halt besser, wenn du immer 10 Euro übrig hast. Und wenn du 10 Euro übrig hast, das war jetzt immer so meine Intention. Damit ich halt noch ins Fitnessstudio gehen kann, wenn ich den Kampf verliere auch, ja. Und dann, ja, und dann mit 10 Euro, $10 hier auf dem Konto, dann sagt der Mick halt, nee, nee, du kannst mich höchstens einladen zum Essen. Also von daher fiel das Essen bei Mick immer flach. Heute ist der Kampf, okay, wir schlafen aus. Und dann würde ich sagen, machen wir so wie letztes Mal. Hier so kurz vorm Kampfschluss. Essen natürlich was, damit wir voll sind. So. Wunderschön. Das reicht voll und ganz. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder und hoffe, ihr seid wieder dabei. Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao.